Dieses Zupan-Akkordeon kam leicht lediert an. Wie stark die Beschädigungen waren, zeigte sich erst, als es dann endlich mal da war. Auf dem Bild sind jetzt hier nur die leichteren Dellen zu sehen. Die Zupan-Akkordeon sind ja lackiert von Haus aus. Am Diskantgehäuse waren vorne beidseitig die Ecken abgeschlagen. Auch der Balkrahmen wies zahlreiche Beschädigungen auf, wie man schön sieht hier. Das ist die andere Ecke vom Diskantgehäuse. An den scharfen Kanten sieht man überall leichte Druckstellen. Der Balkrahmen hatte rückseitig auch Beschädigungen. Das Akkordeon wurde anfangs komplett zerlegt. Im Diskantgehäuse befanden sich Fussel der Kofferpolsterung. Das Gitter, auch Deck genannt, war ursprünglich verchromt und mit einem transparenten dunklen Lack versehen, der sich ablöste, also musste das komplett entfernt werden. Die Tasten wurden ausgebaut, geschliffen und gereinigt und dann auf einen speziellen Ständer montiert. Da die Tasten auf einer Achse gelagert sind, mussten natürlich auch die Bohrung, durch die die Achse geht, alle einzeln abgedeckt werden. Ebenso die unter den Tasten angebrachten Filze zur Dämpfung. Das Bassgestänge samt Knöpfe wurden durch einen Instrumentenmachermeister ausgebaut und fixiert, so dass er die Nacht hinterher wieder sauber eingebaut bekommt. Hier sieht man die fertig lackierten Knöpfe. Das perlmuttartige, das Zelluloid, ist durch den Lack zu erkennen. Das war auch so geplant. Anschließend wurden die gesamten Beschädigungen, Dellen, Abplatzungen an den Gehäuseteilen mehrmals gespachtelt. Dabei ist es wichtig, dass in das Gehäuse kein Staub kommt, damit die Mechanik da nicht verdreckt wird. Also es muss sehr gut abgeklebt werden. Die Oberschicht der Platte von dem Bassgehäuse unten hatte sich abgelöst und musste erst verleimt werden. Hier nochmal ein anderes Gehäuseteil, also das Bassgehäuse. Die Vorderkante vom Diskantgehäuse hatte auch zahlreiche Dellen. Ebenso die Unterseite von dem Bassgehäuse. Das ist jetzt der Balkrahmen. Diese ganzen Beschädigungen wurden dann auch gespachtelt. Der ist ausgeschliffen, dann gespachtelt. Hier sind die Tasten vom Diskant bereits mit der Lasur überzogen. Hier sieht man sie das erste Mal mit Klarlack geschützt. Die wurden dann alle einzeln wieder angeschliffen, um dann wieder provisorisch eingebaut zu werden.
Das sind die bereits gefüllerten einzelnen Teile. Man sieht jetzt schon sehr gut, wie glatt die Oberfläche ist. Also Dellen und so weiter sind keine mehr erkennbar. Das wurde dann nur noch fein geschliffen und natürlich sauber gemacht, um dann wieder bekam dann erstmal die eigentliche Grundfarbe, also in dem Fall schwarz. Die Schutzecken des Balges mussten natürlich alle einzeln abgeklebt werden. Dann wurden zuerst diese Lederecken mit einer speziellen Farbe behandelt. Dazu müssen die komplett auseinandergezogen werden, alle einzeln, um die Farbe oder das Leder bis in den letzten Winkel wirklich sauber einzufärben und so lange offen gehalten werden, bis die Farbe angezogen ist. Hier ist jetzt schon der provisorische Zusammenbau zu sehen, also der Balk ist schon komplett schwarz. Da die geschliffenen und wieder eingebauten Tasten, die ganze Mechanik hinter säuberlich abgedeckt. Und da ist jetzt schon alles komplett zusammengebaut für die Airbrush-Lackierung auf einem Drehgestell, damit man es immer zu sich hindrehen kann, ohne das Akkordeon verrücken zu müssen. Hier ganz gut zu sehen. Um die Übergänge zu der Unterseite zu machen, also die nicht sichtbare Seite, wurde das Akkordeon dann flach auf den Drehteller gelegt. Hier sieht man die bereits fertig lackierten und geschliffen und polierten Tasten kurz vor der Montage. Das ist jetzt ein Ausschnitt der Bassknöpfe, bereits eingebaut. Schön erkennbar die Spiegelung. Das ist jetzt die Vorderseite der Tastatur. Da sitzt noch ein kleiner eingefärbter Swarovski drin. Ich glaube, zu den weiteren Bildern muss man nicht mehr viel sagen. Es ist einfach ein fantastisches Gerät geworden. Und der Künstler ist hellauf davon begeistert. Ich hoffe jetzt mal, dass diese Doku gezeigt hat, wie viele Stunden nötig sind und wie viele Einzelschritte nötig sind, um so ein Instrument auf die Beine zu stellen. Diese Präzision der vielen Einzelschritte sichert dem Künstler jahrelang Spielspaß.